Aber sagen Sie mal, warum haben Sie sich jetzt eigentlich für ein Fertighaus entschieden? Ach, das waren eigentlich mehrere Sachen. Also wir haben uns viel angeschaut und müssen dann im Endeffekt sagen, es geht sehr schnell, wie Sie es ja sehen. Also das war schon mal besonders gut. Und ja, unter dem Aspekt Energie und in Energetik war es wirklich so, dass uns diese Dämmwerte sehr überzeugt haben. Also diese Holsteiner Bauweise ist, was die Dämmwerte angeht, ganz, ganz fantastisch. Also um das mit konventionellen Baumaterialien hinzubekommen, müsste man schon noch einiges mehr investieren und sich da ein bisschen reinhängen. Und ja, das war eigentlich so der erste Schritt, wo wir gedacht haben, das ist was, das könnte was für uns sein. Und ja, jetzt sind wir sehr gespannt. Sie haben das Thema Wärmedämmung jetzt sofort angesprochen, finde ich auch interessant, ist ein großes Thema. Das heißt, das ist eine ganz klare Überlegung, wie viel Energie muss ich in das Ding reinstecken? Definitiv. Also wenn man heute neu baut, das ist ja nun mal auch eine Kostenfrage, Energiepreise, das ist kein Geheimnis, das wird nun mal alles teurer. Und dass man sich da Gedanken macht und auch versucht, möglichst auf dem neuesten Stand zu sein, das gehört irgendwo dazu. Und das war für uns schon ein großer Aspekt. Okay, super. Also, die Wände stehen, wir können einziehen, wir gehen mal schon rein. So. Herzlich willkommen. Ich mache mal gleich die Tür wieder zu, damit die Wärme nicht entweicht. Damit es nicht so zieht, genau. Das Dach fehlt, aber Sie wissen ja, Fusch am Bau gibt es halt so ein bisschen. Dafür können Sie immer die Fenster geschlossen halten. Ein paar Mängel halten, sind ja? Immer dabei. Man soll ja heute nicht mehr lüften. Sagen Sie, Frau Hartmann, ist eigentlich das Thema Energie oder Energiewende, ist das für Sie ein Begriff oder ist das erstmal egal? Energie ist natürlich ein Begriff, gerade natürlich so unter Bauherren, was so die Kosten angeht, dass man überlegt, was kann man da irgendwie optimieren. Energiewende, müssen wir ehrlich gestehen, haben wir uns so intensiv vorher eigentlich nicht mit auseinandergesetzt. Aber ist mit Sicherheit ein Punkt, wenn erstmal alles da ist, der dann ganz interessant ist. Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Wahrscheinlich wird man sich dann unglaublich freuen, wenn man sieht, wie dann alles funktioniert. Und ja, dass es wirklich auch alles gut drauf abgepasst ist. Als man Ihnen gesagt hat, Sie können sich Photovoltaik drauf machen, Hauskraftwerk drauf machen, das hat Ihnen technisch erstmal gar nichts gesagt. Erstmal nicht. Es war natürlich so diese Überlegung, die dahinter steckte. Naja, man hat so ein bisschen, man ist ein bisschen autark, was die Energie angeht. Das fand ich einen unglaublich charmanten Gedanken. Gerade weil man einfach vom Bauchgefühl so denkt, okay, immer vom Gaspreis abhängig sein und überhaupt und seinen eigenen Strom zu produzieren, ist einfach eine unglaublich nette Idee. Aber dass ich mich da jetzt technisch groß mit beschäftigt hätte, muss ich ehrlich gestehen, nicht unbedingt. Wir sind immer davon ausgegangen, dass wir zunächst Gas oder eine Ölheizung haben werden. Und als es dann darum ging, uns konkret mit der Heizungsanlage auseinanderzusetzen und wir uns für eine Luft-Wärmepumpe entschieden haben, war natürlich die Frage, woher wir auf lange Sicht kostengünstigen und vor allem gleichbleibenden Strom beziehen können. Und sind dann dazu gekommen, dass die PV-Anlage die günstigste Lösung für uns darstellt. Wann ist denn die Entscheidung gefallen, ja, das machen wir jetzt, wir bauen uns das oben drauf? Der Punkt war letztendlich genau der. Wir hatten uns für die Luft-Wärmepumpe entschieden, wussten also, dass wir unsere Heizungsanlage mit Strom betreiben zum Teil. Und wir wollten dann einen Energieträger haben, den wir selber steuern können, auf den wir immer Zugriff haben und wo wir vom Gaspreis unabhängig sind. Und da war dann die PV-Anlage letztendlich die einzige Lösung. Und es war einfach die Überlegung, wir haben jetzt einmal höhere Investitionskosten, dafür auf lange Sicht weniger Fixkosten. Und das war der Grund, warum wir uns dann dafür entschieden haben, dieses Hauskraftwerk in unser Haus einzubauen. Viele neue Häuslerbauer sagen, ja, das wissen wir alles, das geht, aber das machen wir aus Kostengründen später. Warum haben Sie sich jetzt schon dafür entschieden? Wenn man es später macht, macht man es nie. Also wir wissen. Sehr richtig, ja. Bitte den Satz nochmal. Also wenn man es nicht sofort macht, hätten wir es nie gemacht. Genau. Und jetzt sind wir einmal in der Bauphase, wissen einmal, es kommen sowieso sehr hohe Kosten auf uns zu. Und ob es jetzt 2000 Euro mehr kostet oder 2000 Euro weniger, in dieser Phase ist es egal. Ja, war ein ganz schön langer Tag, ganz schön aufregend und ja, besonders faszinierend, wie schnell das dann wirklich hochgezogen wurde. Also wenn wir überlegen, dass wir heute Morgen noch mit Bodenplatte gestartet sind und jetzt schon oben alles fertig, das ist schon ein Ding. Also ich halte es immer noch für unglaublich, dass heute Morgen hier ein plattes Feld war und jetzt mittlerweile Haus. Steht da ein komplettes Haus. Man kann reingehen, man sieht die Räume und es ist ein schönes Gefühl zum ersten Mal zu sehen, was man geplant hat in der richtigen Welt. Schön, freut uns. Und für Ungeduldige ideal. Am Morgen geht es noch mal weiter, ein paar Innenwände fehlen ja noch. Das Dach, wie man sieht, fehlt auch noch. Aber das wird in den nächsten 2 Tagen dann wirklich passieren. Ja, und dann geht es auch schon mit dem Innenausbau weiter. Und ab nächste Woche kommt das Dach und am Freitag nächste Woche ist dann die Rohbauabnahme. Genau. Dann ist die erste große Bauphase bereits abgeschlossen. Nach einer Woche. Nach einer Woche. Ganz schön schnell. Da sehen wir uns wieder. Sie haben mir ja mal erzählt,
dass, wenn die Anlage jetzt nicht so günstig gewesen wäre, hätten Sie sich gar nicht dafür entschieden. Warum nicht? Richtig, als Mieter denkt man, wenn man über ein Eigenheim nachdenkt, nicht an Heizungsanlage, Photovoltaik oder Solarstrom, sondern ich möchte einen schönen Garten haben, ein großes Haus mit Zimmern und ich möchte mich drin wohlfühlen. Und die Entscheidung zu einer Heizungsanlage oder zu einer Elektroanlage, die kommt erst sehr, sehr viel später. Und zu dem Zeitpunkt ist man sehr abgeschreckt von den hohen Kosten. Weil wenn man sich bei unserer Firma beispielsweise überlegt, ein Raster vom Haus ist 30 cm lang und kostet 2000 Euro. Das heißt, jede Verlängerung vom Haus um einen Meter kostet mich 6000 Euro. Und für 10.000 Euro, wie zum Beispiel eine Photovoltaikanlage kostet, an Zusatzkosten, könnte ich mich auch entscheiden, das Haus um 1,50 Meter größer zu bauen. Und wenn es für uns nicht so günstig gewesen wäre, hätten wir es nicht gemacht. Also als Häuslerbauer schaut man erstmal, dass man das Geld, was man hat, dass man praktisch erstmal das Gebäude, also die Masse schafft. Genau. Ich baue es erstmal als Substanz. Nur das Problem dabei ist, was ich jetzt nicht baue oder einrüste an Technik, werde ich nie einrüsten. Also wenn man nicht von vornherein eine Photovoltaikanlage zu der Heizungsanlage passend gekauft hat, ich glaube nicht, dass man es danach nochmal nachrüsten würde. Weil dann noch die Anschlusskosten im Haus zu teuer sind. Man hat einen Gasanschluss, man verfügt über die ganze normale standardisierte Haustechnik und dann auf eine andere Heizungsanlage umzustellen, ist eher kostenintensiv. Das Haus hat die erste Zeit inzwischen hinter sich. Und ich möchte wissen, wie denn so die Erfahrung mit der Produktion und Verwendung von Eigenenergie ist. Der Benefit eines Fertighauses ist klar zu erkennen. Nach kurzer Zeit wird einfach im Haus gelebt, ohne weiteres Theater. Christina Hartmann kennt sich bei der Nutzung der vorhandenen Technik inzwischen hervorragend aus und hat Spaß, die guten Ergebnisse zu referieren. Für sie gehört die Eigenerzeugung von Energie inzwischen zum Alltag. Ja, also hier sieht man ganz schön unsere Wunderanlage, hier mal so im Jahresdurchschnitt. Man sieht wirklich sehr gut, gerade im Sommer haben wir unglaublich was produziert bei den Sonnenstunden. Jetzt schon über das komplette Jahr eigentlich gesehen, haben wir deutlich mehr ins Netz eingespeist als rausgenommen. Und selbst jetzt momentan bei den Temperaturen, wenn so ein sonniger Tag ist, kriegen wir es echt ganz gut hin, dass nachmittags die Batterie zu 50% voll ist und das Haus trotzdem versorgt. Also man sieht, von der Effektivität her ist das schon klasse. Das Hauskraftwerk steuert die Produktion, die Verteilung und den Verbrauch. Auch die Wärmepumpe leistet ihre erwartet energieeffiziente Arbeit und die Lüftungsanlage auch. Frau Hartmann, sind jetzt einige Monate hier schon, haben den Sommer verbracht. Wie ist es denn mit Photovoltaik und Speicher? Bisher gut. Also die Anlage ist im Juli ans Netz gegangen und ab da muss ich sagen, bin ich genau, das war super. Bin ich quasi täglich erstmal in unseren Hauswirtschaftsraum gedackelt, um zu sehen, dass wir uns wirklich dann im Hochsommer richtig gut autark versorgt haben. Das war echt klasse. Also ich hätte nicht gedacht, dass die im Sommer so hochleistungsfähig ist. War super. Da habe ich auch mal gerne den Trockner laufen lassen. Funktioniert die Technik reibungslos oder gibt es Schwierigkeiten? Ja, das ging. Also es ging wirklich einfach. Der Techniker war da, hat das Ding ans Netz gemacht und wups, es funktionierte. Das war schon prima. Wie weit können Sie sich denn mit regenerativer Energie versorgen? Also der Sommer war natürlich super und im Sommer war das, wirklich trotz Waschmaschine mit kleinem Kind ist das ja sowieso von der Masse was größer, täglich kochen etc. Ja, fast bei 100%. Also cool. Das war toll. Wir haben in der Zeit von Juli bis September, haben wir glaube ich 30 Kilowattstunden aus dem Netz beziehen müssen. Und das ist für 2 Monate schon eine Menge. Also wenn man da irgendwie so rund 8 Euro Stromkosten hat, da freut man sich.